Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zock mit einer neuen Folge Transport Fever 2. Wir blicken hier gerade auf unser Stahlwerk bei Alsfeld. Und da setzt sich jetzt auch unser Zug hier in Bewegung, der Kunststoff nach Alsfeld bringen soll und zeitgleich aber Waren und Treibstoff mitnimmt. Und in Zukunft haben wir beim letzten Mal eingestellt hier, wenn wir uns mal anschauen, sollen hier genau in Weiterstadt noch. Ah ne, wir haben das doch hier. So haben wir es eingestellt. Sollen hier noch Maschinen entladen werden. Die müssen natürlich dann aber auch hier hinten in Weiterstadt hier oben natürlich auch noch weiter transportiert werden. Sprich, wir haben hier noch eine weitere Linie Maschinen reinböllen. Ist noch kein Zug drauf. Die haben ja schon mal eingerichtet. Die fährt hier einmal quer durch den Berg, also diese Hauptstrecke Richtung Wemding, Schorndorf und Schwandorf und soll dann hier oben in den Güterbahnhof reinfahren. Ja, was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Ich habe hier die Lager beladen. Oder Läger? Lager? Ja, ihr wisst, was ich meine. Und so eins würde ich hier, glaube ich, ganz gerne hinstellen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie groß die sind, also was sie für eine Kapazität haben. Die sehen natürlich wuchtig aus. Ich vermute aber, dass die gar nicht mal so viel Platz bieten. Werden wir dann aber gleich sehen. Wir werden es einmal hier versuchen, hier so hinzustellen. Die andere Alternative wäre, kann ich dich. Ja, wir stellen es erstmal hin und gucken mal, wie groß es ist. Wir wollten letztes Mal ja hier eigentlich diesen Platz bauen. Das hat ja irgendwie nicht so richtig gut funktioniert, muss man dazu sagen. Wollen wir jetzt hier das DHL-Lager oder wollen wir DB Schenker hier hinsetzen? Können natürlich auch was anderes hier nehmen. Ja, GLS, das sind. Ja, ich war einmal bei so einem GLS-Lager, weil die es nicht geschissen bekommen haben, das Paket bei mir zu Hause abzugeben. Das war ein Graus. Nehmen wir hier einfach mal DHL. Aber wie viel Platz bietet uns das denn? Also konfigurieren können wir schon mal nichts. Ah, 150. Das ist natürlich jetzt nicht so viel. Da könnte ich höchstens mal nachgucken, ob ich selber die Mod so ein bisschen aufbohre. Ah, man sieht hier drinne, da werden dann die Sachen gespeichert. Also im Hauptgebäude, nicht mal hier im Lager. Hier drin, aber das ist richtig schön eingerichtet. Boah, wir nehmen die Lanes hier raus. Das ist wirklich gut gemacht, diese Mod. Hier noch schön die Kartons drinne. Und hier sieht man jetzt ja auch, da liegen dann irgendwann die einzelnen Güter. Hier unten angeschlossen, dass sie hier auch irgendwo verteilt werden können. Okay, und so viel dazu. Wir haben ja also den Anschluss vom Bahnhof an diese Zentrale und umgekehrt, können hier erstmal 150 Güter liegen lassen und können es im Notfall vielleicht noch mal umbauen. Das wäre dann DB. Nee. Okay, die andere Idee ist nämlich, wenn das hier nicht mal irgendwann nicht mehr ausreichen sollte, und ich glaube, wir brauchen hier auch schon mehr als 150. Ja, 240 jeweils. So, hallo, da bin ich wieder. Ich wurde gerade unterbrochen. Aber es ist ja nichts passiert. Wir waren im Pausenmodus. Das ist sehr gut. Hier oben steht auch unser Güterzug. Also eigentlich fährt er, aber im Pausenmodus steht er. Nahm wir jetzt eigentlich was mit? Nee, ne? Da wollten wir auch noch was machen, dass er hier Lebensmittel mitnimmt. Das war ja auch dann. Brauchen wir hier, oder? Wie war das nochmal? Genau, wir brauchen hier Lebensmittel. Ja, genau. Okay. Ja, wir waren hier stehen geblieben mit dem Lager. Und ich hatte ja gesagt, wenn das hier irgendwann nicht ausreicht, dann können wir das Ganze noch ein bisschen anders gestalten, dass wir die modulare Güterstation nehmen und dann mit Assets arbeiten.
Da habe ich auch schon was Nettes im Sinn. Habe ich jetzt aber hier nicht aktiviert aktuell, weil ich mal eher bedarfsgerecht die Mods aktivieren möchte, weil man sonst so das Spiel auch relativ schnell überladen kann. Was ich gerade noch gucken möchte, nein, wir können auf beiden Seiten, die können wir nicht, also hier unten werden wir reinfahren, hier oben raus. Wir haben zwar hier beide Spuren, aber wir sehen hier, dass hier nur dieser eine Punkt angeschlossen ist. Der Punkt, der ist hier nirgendwo angeschlossen, hier auf diesem Gelände. Aber das ist dann die Fahrlinie, die dann hier eingenommen werden kann. Hier eben zu Terminal 1, hier zu Terminal 2 dann hin, der Abzweig. Und hier geht es dann wieder raus. Okay, weiter geht's. Aber aus optischen Gründen würde ich, glaube ich, doch tatsächlich die Straße dann wählen. Ja, das ist die hier auch. Genau. Das wollten wir einschalten. Wir fahren hier erst noch geradeaus. Ja, obwohl hier können wir schon die Kurve machen. Wie wollen wir hier rumkommen? Noch mit 40. Ja, ne? Wo möchten wir denn hier rein? Ja, da oben, oder? Das sieht auch, glaube ich, ganz gut aus. Da dann weiter hinkommen. Hier können wir dann die 40er-Kurve weiter fortführen. Und von hier geht das direkt so weg. Anders rein. Bauen wir erstmal so. Die Straße machen wir doch anders. Geht hier einfach dann. Ja, genau, hier relativ gerade einfach rein. Sollte auch. Ja, das ist vollkommen okay so. Aber hier einen kleinen Abzweig. Oh, hier geht es natürlich richtig nach oben. Und dann hier wieder. Jetzt ist ja hier alles Käse. Komm, das nehmen wir hier doch weg. Das war falsch, das möchten wir machen. Na guck mal, dann geht das hier nämlich schön gleichmäßig hoch. Ja, das können wir so bauen. Und vielleicht können wir auch dieses Stückchen hier noch ändern. Das geht sogar. Guck mal an. Also wenn dann die Stadt sich mal entschließt, ich weiß gar nicht, ob wir hier... Doch, wir haben glaube ich bis hier unten wirklich schon Stadtstraßen gebaut. Na, so weit würde ich hier nicht. Nein, nein, das geht nicht. Ja, was hier gerade noch auffällt, können wir ein bisschen weniger machen. Da auch die kleine Kante drin. Ich glaube, wir hätten das ja hier ganz normal geplättet, um irgendwas Tolles zu machen. Beim letzten Mal hier mit diesem der Station. Okay, was haben wir hier? Rheinböllen Abzweigung? Nein, ganz sicher nicht. Das ist Rheinböllen Güterbahnhof Cargo. Also, wir können wieder laufen lassen. Haben wir hier nichts gekappt. Und wir schnappen uns hier einmal das Maltool und gucken mal, ob wir hier so grob diesen Asphalt mal finden. Natürlich die Frage, welcher ist das? Wir gehen erstmal hier auch relativ klein. Ne, das ist ein anderer. Ja, das ist der von dem Platz hier und den würde ich auch ganz gerne hier nutzen wollen. Der geht dann hier bis an das Gebäude heran. Unten bis an die Straße. Hier machen wir das auch noch. Geht dann bis hier hin. Und das hier. Ja, können wir eigentlich auch asphaltieren, oder? Das so durchgehend machen hier. Hier zur Rampe. Hier hin. Diesen ganzen Vorplatz auch noch mitnehmen. So, jetzt ist die Frage, haben wir hier ja Zäune? Zäune haben wir. Welche brauchen wir denn? Ich glaube, die hier sind eher was.
Das ist der hier, den ich haben möchte. Ja, genau. Den möchte ich haben. Das Ganze dann so abgesperrt. Und hier dann halbwegs gerade. Bis hier an die Straße heran. Irgendwie ist das nicht so, wie ich mir das jetzt vorgestellt hatte. Wenn wir von hier aus jetzt starten. Okay, dann kriegen wir hier keine Kurve hin. Doch jetzt ja, aber... Ja komm, wir machen es hier einfach gerade. Diese Stückchen basteln wir uns selber dementsprechend. Das Ganze hier so ein bisschen zurecht. So grob bis hier hin. Dann machen wir erst noch bis hier. Ja doch, wir können das dann auch bis hier direkt ranziehen. Sag mal schauen. Dass das hier irgendwie passt. Und dann öffnen wir das Ganze hier einmal. An der Stelle hatten wir hier nicht auch noch sowas wie so ein Wärterhäuschen, ja. Oh. Der ist dann vielleicht doch ein wenig groß. Was ist das hier für ein Haus? Man weiß es nicht. Ja, so richtig passt es hier nicht zu, ne? Dieses Haus. Jetzt mal schauen. Hier irgendwo was haben, was so grob in die Richtung kommt. Das eine sah gerade schon gar nicht so verkehrt aus, dieses hier. Also trotzdem noch komplett andere Farbe. Wo ist halt wirklich hier so Richtung... Das ist Holz und kein Wellblech. Holzstein oder Metall? Höhe. Was haben wir hier noch? Na, Gleisabstand brauchen wir hier nicht. Ja, stellen wir das doch einfach mal hier so hin, drehen das hier mal schön. Setzen wir hier einfach mal rein. Mit einem kleinen Abstand hier zum Zaun. Hier so grob. Ich glaube, Personen habe ich hier nicht. Doch, Personen habe ich. Den habe ich denn hier so. Und Arbeiter wäre ja ganz nett. Arbeiter 1. Arbeiter 2. Ja, ich glaube, so einer ist hier eher aktiv. Stellen wir hier einfach mal so als Posten hin. Das Ganze. Na gut, Frau Mann macht es hier an der Stelle anscheinend keinen Unterschied. Ah, okay. Haben wir sonst irgendwas im Lieferdienst? Ja, der ist hier gerade und spricht mit seinem Kollegen. Schrumpfen. Ja, ist hier noch ein Kind? Nee. Leutnant. Ja, dann. Oha. Okay. Nee, das reicht dann so. Dann könnten wir hier vielleicht noch
Kürzeren? Kürzer geht nicht. Nee, Tatsache. Nee, haben wir nicht. Wenn wir hier nach Schranke suchen, ja, haben wir das Ganze hier gehabt. Und hier. Dinger hier. Und na, Schlagbaum haben wir die. Es gibt noch andere, da muss ich mal schauen. Das ist jetzt hier vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben. Wohl. Theoretisch würde es gehen, ne? Das kannst du hier so hinsetzen. Und nach draußen. Na, lassen wir mal. Haben wir hier noch Mulden? Nein. Irgendwas Building Assets. Na, vielleicht ist hier irgendwo was drin, was ich hier suche. Ja, sicherlich keinen Turm. Sowas nicht. Also das könnte man hier natürlich auch irgendwie lagern. Sucht aber eigentlich eher so Mulden. Na okay, lassen wir das jetzt. Das führt zu weit. Wir wollen ja hier irgendwie hinkommen, dass wir hier auch die LKWs sehen. Das heißt, wir fahren dann von hier nach Rheinböllen hinein. Und das möchten wir haben. Wir liefern zuerst die Maschinen und die werden hier oben irgendwo benötigt. Das ist gut zu wissen. Jetzt schauen wir mal, wo laden wir den ab. Die Maschinen können wir hier auch wieder am unsichtbaren Punkt einfach entladen. Also man sieht es hier so immer etwas schlechter. Deswegen gucke ich liebend gerne auch erstmal so. Wo wir auch eine Möglichkeit, aber uns interessiert ja nur, wo die Güter hin müssen. Also hier in diesen Bereich müssen wir eigentlich reinkommen. Wir haben hier die Buslinie, die zweigt ja hier ab. Wäre also ganz gut, wenn wir denn hier zum Beispiel abladen könnten. Ist zwar eine Nebenstraße, ist aber nicht so tragisch. Wie geht denn die Buslinie an sich? Die geht dann hier so rum. Also wir könnten hier mit dem Bus fahren. Oder der Buslinie folgen. Nicht mit dem Bus fahren, aber der Buslinie folgen. Oder wir fahren hier einfach schon entgegengesetzt, dass wir hier so durchkommen, hier runter entladen und dann auch so rausfahren. Ja, dann machen wir das so, dass wir möglichst wenig Berührungspunkte mit der Buslinie haben. So, hier ist dann die Entladung Industriegebiet. Das ist dann Rheinböllen Industriegebiet. Und wenn wir jetzt hier die neue Linie machen, dann fahren wir mit dem LKW von hier unten. Ja, einmal reicht aber. Nach hier oben hin. Genau. Er fährt dann völlig wild. Aber das war ja auch nicht anders zu erwarten, muss man ehrlicherweise sagen. Was ist das denn hier eigentlich? Busbahnhof. Okay. Wir gehen zu den Wegpunkten und nehmen uns hier auch den unsichtbaren Wegpunkt. Finde ich immer ganz nett. Wir möchten also hier halten. Das heißt, ich würde mir erstmal hier oben einen Punkt hinsetzen. Da wird er hoffentlich dann richtig schon fahren. Dann hier oben rum. Hier bereits rechts. Und ich würde den dann hier entlang zwingen. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Also wir kommen von der Station. Ja, fahren jetzt hier oben lang. Hier runter. Ja. Und ich wusste, wir biegen ein zu früh ab. Ich möchte über die Hauptstraße quasi fahren. Nein. Okay. Und dann gibt es hier hinten an der Stelle nochmal einen kleinen Wegpunkt. Und dann fährt die Linie so, wie wir sie auch haben möchten.
Hier haben wir kurz eine Überschneidung. Das ist aber nicht so wild. Wir werden ja nicht unendlich viele LKW auf dieser Linie haben. Okay, so viel dann erstmal dazu. Das heißt, wir können jetzt hier unten, wenn ich das Depot finde, hatten wir hier unten nicht ein Depot gehabt? Haben wir das tatsächlich nur hier oben? Da hinten? Was haben wir denn hier so? Wir haben ein Straßenfahrzeugdepot noch in Schillingsfürst. Das wäre ganz da oben. In Schwandorf haben wir eins. Und in Arnsfeld. Ja, das ist ja mal ärgerlich. Aber erstmal okay. Also Maschinen möchten wir transportieren in die Stadt hinein. Dann ist es die Frage, mit welchen Fahrzeugen machen wir das. Wäre natürlich, wir haben unten ein DHL-Lager, haben wir auch DHL-LKW. Könnten wir die zum Beispiel nutzen. Ja, hier gibt es die Varianten nicht von. Na, ich habe die Mod nicht aktiviert. Also ich weiß, dass ich die zumindest auch runtergeladen habe, weil ich die schon in anderen oder auf anderen Karten eingesetzt habe. Nee, wir haben die hier einfach nicht. Ja, ist aber glaube ich nicht so ärgerlich. Hier haben wir 30, die wir mitnehmen können. In die Stadt reinfahren. Ja, komm, ich glaube, die oberen haben wir noch nicht. Dann wird das. Na, welcher LKW? Wir nehmen diesen Open und nehmen davon erstmal einen. Das ist die Linie 1. Die müssen wir natürlich noch umbenennen. Also müssen wir nicht. Ist aber sinnvoll. Das wäre die LKW-Linie. Und zwar Maschinen Rhein-Böllen. Und was wir jetzt hier noch machen, ist, dass wir hier unten nichts entladen und hier wirklich nur die Maschinen auch aufnehmen. So, jetzt haben wir schon mal den ersten LKW da drauf und können uns jetzt um den Zug kümmern. Und den kaufen wir in diesem Depot. In diesem hier. Sonst kommen wir nicht auf unsere Strecke. Wir suchen jetzt erstmal Waggons raus, die Maschinen transportieren können. Die würde ich jetzt erstmal nicht nehmen. Da haben wir jetzt noch nicht ganz so viel, was wir nehmen müssen. Schauen einmal kurz auf die Höchstgeschwindigkeit. Am besten aber die schnellen ganz oben. Oh, ich wollte den noch nicht kaufen. Was haben wir hier? Gut, das sind dann 120er. Könnten wir auch einsetzen. Was können die? Die können auch 120. 24 nehmen die mit. Ja, ich würde mal hier irgendwie. Ich glaube, das ist alles hier gleich, ne? Das unterscheidet sich einfach nicht. Dann gibt es zweimal hiervon ein. Sind wir schon bei 48. Na, der könnte 160. Ne? Gucken. Lass mal schauen, dass wir hier bei 120 bleiben. Und hiervon, oh ja, DHL wird es ja direkt anbieten zum DHL-Lager hin. Nochmal so ein Container damit bei. Ja, 84 sollte erstmal reichen. Und wir nehmen, was nehmen wir? Auch eine Diesellok. Immer nee, nicht da schon doppelklicken, sondern hier uns mal was Schönes raussuchen. Oh, das ist die Frage, welche wir hier nehmen von den 118. Oh, eigentlich höchstwahrscheinlich egal. Muss eine sein, die 120 kann. Aber die können alle 120. Also alle 140. Kosten auch alle gleich viel. Nehmen wir die hier mal zu. Ausgezeichnet wäre das. Könnten auch so eine davor spannen.
Haben wir die nicht auf der anderen Strecke daneben an? Ich will jetzt ungern immer wieder dieselben Lokomotiven nutzen. Welche haben wir denn hier vor? 232 ist das. Die hier unten. Upsala. Hier in diesem schönen Blau. Da habe ich halt 140. Können natürlich auch so eine hier nehmen. Ah, die kostet gleich 11 Millionen. Da ist die dann hier auch nochmal günstiger. Ja, wir nehmen die hier weg. Und setzen hier so eine mintgrüne davor. Kaufen uns diesen Zug. Und setzen diesen Zug auf Güterzug, wo haben wir es denn? Maschinenrhein-Bölln. Dann haben wir die Kette doch so weit zusammen, dass wir dann beim nächsten Mal die schöne Mitfahrt hier machen können. Wir müssen gerade noch mal schauen, ob wir hier schon eingestellt hatten. Genau. In Weiterstadt Bahnhof, also Güterbahnhof 2, warten wir auf voll beladen. Das Ganze durchaus auf 5 Minuten. Machen wir mal 10 Minuten draus. So. Ja, und mit diesem Bild hier, die Strecke hier brauchen wir nicht mitfahren. Wir fahren beim nächsten Mal einfach mit, wenn die dann in Rheinböllen in Weiterstadt losfährt Richtung Rheinböllen. Und ich sage dann mit diesem Bild hier der vorbeifahrenden neuen Lokomotive und den Waggons auf Wiedersehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.